Wir sind live? Sehr schön. Ja, guten Morgen. Vielen Dank für die Möglichkeit, tatsächlich die Keynote auf der 20. Tagung der Kieler Open Source, Linux und Open Source Tage auch zu sprechen. Deswegen erstmal vorab herzlichen Glückwunsch zu 20 entsprechenden Veranstaltungen. Das schafft nicht jeder und zeigt gleichzeitig, wie wichtig das Thema tatsächlich sowohl hier in Kiel ist, aber tatsächlich auch für die Community. Also von daher als erstes Wort herzlichen Glückwunsch zur 20. Sitzung. Mein Name ist Sven Thomsen, ich bin CIO des Landes Schleswig-Holstein und dort in Generalverantwortung für die IT der Landesverwaltung, gleichzeitig für den Gesamtprozess der Digitalisierung. Und vielleicht zum Setting sitze ich jetzt hier in dem Raum, der fast voll belegt ist von Interessierten und gleichzeitig jetzt hier dann auch im Livestream. Ich möchte heute ein bisschen was erzählen über das, den Oberbegriff Open Innovation, offene Innovation. Das ist ein bisschen zweigeteilt jetzt, das, was ich als Keynote auch erzählen möchte. Und zwar der erste Teil wird ein bisschen wolkig sein, weil es jetzt keine konkreten Produkte oder Liefergegenstände oder irgendwie sowas in der Art ist, sondern das sind eher abstrakte Begriffe, abstrakte Gedanken, die aber relativ wichtig sind, um zu verstehen, welche Strategie die Landesregierung und die Landesverwaltung dann auch im Bereich Open Source eigentlich verfolgt. Warum machen wir das eigentlich? Warum investieren wir auch relativ viel Aufwand in genau diesen Schwenk? Das möchte ich genau an diesen Begriffen mal ein bisschen genauer erläutern. Und dann wird es durchaus konkret, weil ich dann noch an drei verschiedenen Bereichen den Sachstand mitgeben möchte. Zum Allgemeinen, zum bundesweiten Vorgehen, zum souveränen Arbeitsplatz, um das genauer zu erläutern, wird dann ein bisschen was zum Sachstand Phoenix erzählen, auch noch kurz erläutern, was Phoenix eigentlich ist. Und dann zum Abschluss, weil wir ja auch auf einem Linux-Tag sind, auch noch ein bisschen was zum Thema Linux in der Landesverwaltung erzählen. Auch da gibt es ein paar Neuerungen. Das als Blick in meinen Kopf, was ich jetzt vorhabe zu erzählen. Und damit fangen wir dann jetzt auch mal an. Open Innovation ist ein Begriff, der tatsächlich in der Forschung so seit 2003 nochmal intensiv auftaucht. Ich habe hier ein paar Quellen tatsächlich dann auch aufgeführt, der in der Innovationsforschung eigentlich die Tendenz zeigt, wie sich innovative Firmen oder Organisationen eigentlich in den letzten 30, 40 Jahren in der industriellen Entwicklung tatsächlich auch verändert haben und wie sie tatsächlich auch mit Innovation umgehen. Die letzten 5 bis 6 Jahre ist es in diesem Bereich, was so Publikationen angeht, etwas ruhiger geworden. Trotzdem ist das, um zu verstehen, was eigentlich hinter dem steht, was wir in der Landesverwaltung aktuell vorhaben, ein total wichtiger Begriff, weil das ist das, was wir eigentlich erzeugen wollen. Deswegen gehe ich da ein bisschen genauer drauf ein. Wir kommen so Anfang des 19. Jahrhunderts und auch tatsächlich auch noch kurz nach dem Ersten Weltkrieg und Zweiten Weltkrieg aus einer Phase der geschlossenen Innovation. Innovation war etwas, was man innerhalb der eigenen Organisation organisiert. Man holt sich Leute rein, die Wissen und Kenntnisse und Fähigkeiten haben, die erzeugen etwas, was ich dann als Firma oder allgemeiner als Organisation dann gewinnbringend an den Markt bringe. Das erzeuge ich intern, das mache ich in meiner Organisation als geschlossene Innovation, als geschlossene Innovationskette. Ich bin von wenig externen Einflüssen abhängig, ich erzeuge das, was ich brauche, um besser zu werden, mit eigenem Personal in eigener Kontrolle. Es ist, glaube ich, allen klar, dass dieses Modell in einer eng vernetzten, international agierenden Gesellschaft nicht mehr tragfähig ist. Niemand ist mehr allein. Niemand ist mehr allein auch innovativ, sondern Innovation entsteht dadurch, dass man sich öffnet. Innovation entsteht dadurch, dass man gemeinsam an Lösungen arbeitet. Den ersten Öffnungsweg, um Innovation tatsächlich auch extern zu organisieren, haben wir in der Outsourcing-Welle seit den 70er Jahren gesehen. Das heißt, da wo gerade im IT-Bereich sich Firmen, aber auch die öffentliche Verwaltung gesagt hat, das ist etwas, das machen wir nicht mehr mit eigenem Personal, das machen wir nicht mehr allein, sondern das geben wir einem Dritten, der es für uns tut. Das war der erste
jetzt, ob es der erste ist, kann man drüber streiten. Was war ein wichtiger Schritt, um Innovation im IT-Bereich tatsächlich auch voranzutreiben, indem man halt tatsächlich nicht mehr Selbstmacher-IT gemacht hat, sondern sich überlegt hat, welche Tätigkeiten kann ich gut auch am Markt einkaufen. Das heißt, die großen Outsourcing-Vorhaben, die wir in der so Beginn der 70er Jahre, 80er, 90er Jahre dann intensiv gesehen haben, die auch das Land Schleswig-Holstein umgesetzt hat, waren der erste Schritt, um tatsächlich Innovation nicht mehr auf die eigene Organisation zu begrenzen, sondern nach außen zu geben. Für Schleswig-Holstein hat es dazu geführt, dass wir als Landesverwaltung eigentlich keinen eigenen IT-Betrieb mehr haben und wir auch selbst im Prinzip keine administrativen Tätigkeiten durchführen, sondern wir uns darum kümmern, dass jemand für uns das tut, dass wir tatsächlich auch Leute beauftragen, die für uns genau diese Innovation auch durchführen. Outsourcing. In der Literatur, insbesondere auch so in Anfang der 2000er Jahre, weil es da auch sehr, sehr beliebt war, mit diesem Begriff zu arbeiten, ist dann das Thema Crowdsourcing sehr, sehr stark in den Vordergrund gerückt. Ich kümmere mich eigentlich gar nicht mehr darum, dass ich ein Problem löse, sondern ich gebe das in die anonyme Crowd, sage, hey, wäre total schön, wenn jemand dieses Problem mal lösen könnte. Und wenn es mir wirklich wichtig ist, nehme ich dann noch Geld in die Hand. Wenn mir dann 7 Leute einen Vorschlag gemacht haben, wie sie das Ganze lösen wollen, suche ich mir den Besten aus und den bezahle ich dann. Dieses Modell ist jetzt, es war eine Zeit lang sehr, sehr modern, weil das irgendwie so danach klang, ich muss mich um nichts kümmern, sondern die Crowd, die anonyme Crowd macht es dann für mich. Das Modell ist jetzt so die letzten 5 bis 6 Jahre nicht mehr ganz so interessant, weil schlicht und einfach, es gibt genug interessante Themen, um die man sich kümmern muss. Da braucht man nicht jemanden, der einem noch sagt, dass das auch interessant wäre. Das heißt, die Crowd, was das auch immer ist oder auch immer war, hat genug zu tun und ist jetzt nicht unbedingt etwas, was, auf das man einfach ein Problem wirft und dann eine Lösung bekommt. Das, was daraus entstanden ist, ist, dass sich tatsächlich Ökosysteme für Innovation ausgebildet haben, die tatsächlich auch, naja, entweder finanziellen oder ansonsten auch Ressourcenfluss organisiert haben, um gemeinsam innovativ zu sein. Um in einem gewissen Bereich Innovationen, neue Lösungen tatsächlich auch zu entwickeln. Das sind, da komme ich gleich nochmal drauf, durchaus Modelle, die wir heute so als Standard mitnehmen. Also wenn jetzt ein Autobauer irgendwie was aufbaut, dann ist es eben auch nicht so, dass BMW, Mercedes, VW oder auch Tesla das einfach für sich so organisiert, sondern es ist ein hochkomplexes Ökosystem aus Innovatoren, die tatsächlich dann gemeinsam an der Lösung arbeiten. Für uns als Landesverwaltung wichtig, insbesondere wenn wir nachher auf das Thema Open Source ausschauen, ist das, was aktueller Stand der Forschung ist, wie eigentlich Innovation am besten funktioniert, ist Innovation zu organisieren im Rahmen von Communities. Communities of Interest, auch Communities of Commerce, das heißt Gruppen, die ein gemeinsames Interesse verfolgen und in dieser Gruppe halt Innovation tatsächlich dann auch voranzutreiben und zu organisieren. Das sieht, also warum es für uns wichtig ist oder dass es für uns wichtig ist, sieht man auch daran, dass wir das, was wir jetzt im Bereich Linux machen, aber auch das, was wir im Bereich Desktop machen, im Bereich der entsprechenden desktopnahen Applikationen, wie beispielsweise E-Mail und Groupware, bewusst mit einem Community-Management auch hinterlegen. Weil wir schlicht und einfach sagen, es ist uns wichtig, den Kontakt zu denjenigen zu halten, die genau dieses Verfahren auch ähnlich wie wir benötigen, einsetzen oder für uns entwickeln. Das heißt, das Community Building ist eigentlich der Kern einer erfolgreichen, offenen Innovationspolitik. Open Innovation ist das, was uns treibt. Ich werde gleich nochmal ein bisschen darauf eingehen, wie wir das dann tatsächlich auch machen. Aber das ist wichtig zu verstehen, um nachzuvollziehen, warum die Landesverwaltung Schleswig-Holstein genau so agiert wie jetzt. Es geht darum, die Innovationszyklen aus der öffentlichen Verwaltung herauszuholen und für alle zu öffnen. Natürlich jetzt erstmal nur für den Technikbereich. Also das Finanzmanagement innerhalb des Finanzministeriums Schleswig-Holstein wird sich jetzt nicht an die Community wenden und sagen, wie machen wir jetzt eigentlich zukünftig unsere entsprechenden
Zinskalkulation oder was auch immer. Das ist damit nicht gemeint, sondern da, wo es tatsächlich eine Community gibt oder wo eine Community möglich ist, ist das der richtige Weg, offene Innovation zu betreiben. Das nächste Schlagwort, was ich damit jetzt in Verbindung setzen möchte in dieser Keynote, ist das Thema digitale Souveränität. Ist jetzt so die letzten 3-4 Jahre als Kampfbegriff in Teilen tatsächlich auch sehr modern geworden. Ich möchte es da deswegen nochmal explizit abgrenzen. Es ist nicht Isolation. Es ist also nicht der Punkt, das, was ich eben als offene Innovation beschrieben habe, die Rückkehr zu einer geschlossenen Innovation. Wir machen das alles für uns selbst. Und es ist auch nicht Protektionismus im Sinne von, wir bilden eine ganz, ganz kleine, feine Community, mit der wir tatsächlich offene Innovation betreiben, sondern es ist tatsächlich der Ausweg aus einer abhängigen Innovation. Was meine ich damit? Mit digitaler Souveränität verknüpfen wir den Eintritt in ein offenes Innovationsmodell, um unsere engen Abhängigkeiten zu einzelnen Anbieterinnen und Anbietern von Lösungen tatsächlich auch zu reduzieren und die Wertschöpfungsketten, die dahinter stecken, nämlich gemeinsam an Themen zu arbeiten, so zu öffnen, dass im Prinzip jeder daran teilhaben kann, der eben fähig ist, in so einer Community auch zusammenzuarbeiten. Das heißt, digitale Souveränität, um das nochmal auf den Punkt zu bringen, ist nicht eine Reduktion, ist nicht das Zurückziehen, ist nicht das Abkoppeln von internationalen Innovationszyklen, sondern ist bewusst der Ausgang aus einer abhängigen Innovation in eine unabhängige, offene Innovationskultur. Für uns wichtig ist, dass es tatsächlich ein gutes Gefühl, dass wir jetzt, ich will nicht sagen erstmalig, aber erstmalig in größerem Umfang uns um unsere eigenen Verwaltungswerkzeuge kümmern. Das heißt, wir nicht mehr das einkaufen, was wir am Markt als Angebote sehen und überlegen, wie könnten wir das in der öffentlichen Verwaltung so einsetzen, dass die öffentliche Verwaltung daraus einen Fokus hat, sondern wir gehen in die Entwicklung rein und entwickeln unsere Werkzeuge, die wir für uns brauchen, selbst mit. Nicht allein, wie ihr gesagt, keine geschlossene Innovation, offene Innovation. Aber diese selbstbestimmte Werkzeugentwicklung ist genau das, was der Treiber ist, warum wir eigentlich beispielsweise einen webbasierten Arbeitsplatz entwickeln. Er muss zur öffentlichen Verwaltung passen und wir können nicht einfach das nehmen, was uns klassische Cloud-Anbieter momentan als webbasierte Umgebung dann auch bereitstellen, sondern wollen darüber hinausgehen. Wir wollen es auf die öffentliche Verwaltung anpassen, aber ohne wieder in einem geschlossenen Innovationsmodell unterwegs zu sein und uns zu isolieren, sondern unseren Input, den wir sehen, was öffentliche Verwaltung beispielsweise braucht, auch reinzugehen. Ich mache es an einem Beispiel fest, sehr, sehr niedlich aus meiner Sicht. Der Punkt Funktionspostfächer ist tatsächlich etwas, was in vielen Lösungen gar nicht vorkommt. Und da ich in teilweise fragende Gesichter schaue hier, was ist ein Funktionspostfach? Ist halt ein E-Mail-Postfach, was nicht einer Person zugeordnet ist, sondern einer Funktion. Das heißt sowas wie Support-Ad oder was auch immer. Das machen wir in der Verwaltung wirklich sehr, sehr intensiv. Und das ist etwas, wenn das als Lösung oder wenn das in einer Lösung nicht komfortabel zur Verfügung steht, dass ich halt mit mehreren Leuten in einem Postfach arbeiten kann, dann ist das schwierig. Ich glaube, dass so eine Anforderung tatsächlich allen zugutekommt und es ist für uns als Verwaltung jetzt einfach dann wieder in Rahmen einer offenen Innovation ein durchaus lohnenswertes Ziel, in verschiedensten Softwareprojekten genau das auch einzubringen und zu sagen, übrigens würden wir auch bezahlen, wenn das entwickelt werden muss, mach das mal, das lohnt sich. Der letzte Punkt, der bei digitaler Souveränität das Entscheidende ist, ist halt tatsächlich Kooperation. Niemand kann alleine souverän sein. Souverän bin ich erst dann, wenn ich meine Kooperationspartner frei wählen kann und tatsächlich auch in Kooperation eingehe. Das heißt, eben nicht isoliert allein unterwegs bin. Souverän bin ich, wenn ich selbst und frei entscheiden kann, mit wem ich wann was mache und nicht mich fest an einen Partner beispielsweise auch binde. Digitale Souveränität. Und jetzt, um auch die Überleitung zu dem zu tun und zu dem auch vorzubereiten, worum es nachher auch gleich gehen soll, nämlich konkrete Beispiele zum Open Source innerhalb der Landesverwaltung.
und jetzt hier auch für diese Keynote nochmal eine Ableitung, das radikalste Modell, wenn man der Literatur folgt, für offene Innovation ist Open Source. Weil das, was produziert wird, ist in seinem Kern, nämlich im Quellcode, für alle verfügbar. Alle können mitarbeiten. Alle können offen einer Innovation folgen und sich auch offen in der Innovation einbringen. In der Literatur kommt man dann immer dazu, ja, aber man muss ja trotzdem leben, man muss ja trotzdem Geld verdienen, man muss ja trotzdem damit arbeiten. Deswegen haben wir so in den 2003 in den entsprechenden Veröffentlichungen explizit auch den Hinweis, also Open Source ist nicht für jeden was, sondern man muss auf jeden Fall mit Lizenzen arbeiten, mit Patenten und die großen Unternehmen müssen sich mit Patentpools gegenseitig unter Kontrolle halten, damit sie kooperativ entsprechend arbeiten. Diese Patentpool-Wars habt ihr alle gesehen, habt ihr alle auch nachvollzogen. Das ist kein Modell, was funktioniert. Das ist ein Modell, was große Einheiten unterstützt und auch bevorzugt. Nämlich die großen 5 oder 6 können es sich leisten, einen Patentpool entsprechend aufzubauen und auch die Patente durchzusetzen und das auch als Verhandlungsmasse einzusetzen. Aber selbst sowas wie eine Landesverwaltung Schleswig-Holstein kann es sich jetzt nicht leisten, tatsächlich Patente anzumelden oder tatsächlich auch Lizenzen zu verwalten. Das ist nicht Kern unserer entsprechenden Verwaltungsaufgabe. Das heißt, das, was wir gesehen haben, nämlich Kooperation über Patente, Lizenzen, ich bringe etwas rein und das kontrolliere ich dadurch, dass du es benutzen kannst, ist zwar ein geöffnetes Innovationsmodell, ist aber nicht das, was wir eigentlich erreichen wollen. Was wir erreichen wollen, ist Zusammenarbeit auf Augenhöhe an gemeinsamen Lösungen. Was im Open-Source-Bereich, jetzt würde ich gerne mal auf 2 oder 3 Fehlentwicklungen eingehen, die wir versuchen explizit zu vermeiden, wir relativ häufig sehen, ist, ja, dieses Open-Source-Projekt habe ich gesehen, aber ein kleines Detail gefällt mir daran nicht und außerdem, ich hätte es komplett anders gemacht, ich mache das nochmal neu. Das Not-Invented-Here-Syndrom, wenn ich das machen würde, würde ich es viel, viel besser hinbekommen, deswegen nehme ich nicht die Lösung, die da schon am Markt irgendwie verfügbar ist oder die ich schon mal gesehen habe, sondern ich programmiere mir das schnell selbst. Das ist eine der schlechtesten Varianten, wie man damit umgehen kann, weil schlicht und einfach die Zeit, die man selbst dann reingesteckt hat, ist verschwendete Zeit, fließt nicht in eine Community, fließt nicht in die Weiterentwicklung eines gemeinsam schon vorhandenen Systems, sondern erzeugt, naja, mehr Chaos in diesem Sinne. Es mag in einzelnen Fällen mal durchaus okay sein, aber letztendlich muss man explizit auch als Steuerer, auch als Verantwortlicher immer wieder filtern, will ich das jetzt, weil es für mich einfacher ist, das nochmal neu zu implementieren und nicht zu kooperieren, oder gibt es wirklich einen wirklich guten Grund, etwas nochmal neu zu bauen. Und da ist auch die Landesverwaltung nicht ganz frei von. Wir jetzt einfach mal ein Beispiel, mussten jetzt einschreiten, weil wir ansonsten uns ein Software-Inventarisierungssystem neu programmiert hätten. Jetzt kann man sich nach draußen hinstellen und sagen, wie kann man auf die Idee kommen, etwas, was schon 100-mal gelöst ist, das 101. Mal zu lösen. Aber ja, das kann sich so entwickeln. Deswegen ganz klar die Aussage, das machen wir nicht, sondern wir versuchen tatsächlich in bestehenden Systemen uns weiter zu organisieren. Zweiter wichtiger Punkt im Umgang mit Open Source: Upstream und kein Private Fork. Was meine ich damit? Alle Themen, die wir aktuell im Bereich Open Source angehen, wo wir als Landesverwaltung in die Community reingehen, machen wir nicht, indem wir die Software forken, bei uns weiterentwickeln und irgendwann dann meckern, weil es nicht integriert wird, sondern wir arbeiten im Upstream. Die Kolleginnen und Kollegen, die von uns beauftragt sind, die Firmen, die von uns beauftragt sind, kriegen die ganz klare Aussage, ihr arbeitet mit dem Projekt zusammen und nicht außerhalb des Projektes. Ihr fragt vorher bei den Maintainern an, wie eine gewisse Lösung entsprechend umgesetzt werden kann und dann entwickelt ihr das auch so. Das ist der schwierige Weg, muss man ganz klar sagen. Ich mache es an dem Beispiel Jitsi fest. Wir setzen ja in der Landesverwaltung Jitsi als Videokonferenzsystem ein. Jitsi hatte und hat aktuell auch wieder durchaus Probleme mit der Barrierefreiheit. Und wir haben in der Umsetzung explizit
den Gesamtaufwand getragen, um Jitsi einmal barrierefrei zu bekommen. Das heißt, Tastaturnavigation, Kontraste, die Icons entsprechend auch so auszuprägen, dass sie verständlich sind, dass der Status auch verständlich ist, dass sich das gesamte System mit Tastatur oder auch mit Screenreader bedienen kann. Und das war durchaus schwierig, das im Softwareentwicklungsprozess von 8x8 auch zu integrieren, aber es hat tatsächlich auch geklappt. Was es aber auch bedeutet ist, das bleibt ein dauerhafter Aufwand. Wir haben es jetzt reingetragen und wir müssen tatsächlich auch darauf achten, dass es auch so bleibt. Das heißt, immer wenn neue Funktionen hinzukommen, habe ich jetzt implizit bei uns den Auftrag hinterlegt, dass ein Entwicklungsteam immer drauf schaut, ist es auch barrierefrei umgesetzt, ansonsten eben die Entwicklungsleistung dafür auch bringt. Also von daher kann ich wirklich nur empfehlen, wenn man sich in Open-Source-Communities entsprechend einbringen will, auch als öffentliche Verwaltung, im Upstream. Nie dadurch, dass man Software tatsächlich privat forkt. Das macht nur Ärger. Das haben wir auch getan und das machen wir nicht wieder. In ähnlicher Art und Weise möchte ich mitgeben, mitarbeiten statt auswildern. Was ist damit gemeint? Es gibt Open-Source-Projekte, die wie folgt entstanden sind. Man hat sie für sich in der Firma entwickelt, merkt, okay, könnte man auch Open-Source stellen. Und dann passiert genau das. Ein kleiner Softwareentwickler aus irgendeiner Firma stellt das dann auf GitHub oder was auch immer online und sagt, hey, ist Open Source, kommt alle und arbeitet mit mir zusammen. Zusammen, zusammen. Und es passiert gar nichts. Es kommt niemand, weil es niemanden interessiert. Und das meine ich mit Auswildern von Softwareprojekten. Es bringt überhaupt nichts, eine Software Open Source zu stellen und sie dann einfach in der Wildnis der GitHubs und so alleine zu lassen und es passiert überhaupt nichts damit. Man muss vorher schauen, ob es eine entsprechende Community gibt, die sich für diese Software auch interessiert. Und dann kann man auch den Aufwand reinbringen, beispielsweise die Software überhaupt Open Source fähig zu machen, indem man mal dokumentiert, kommentiert und eben das Ganze auch offen weiterentwickelt. Dann ist es manchmal einfach einfacher, die eigenen Erfahrungen, die man hat aus der Softwareentwicklung einer gewissen Lösung, in das dafür bestehende, dominierende Open Source Produkt auch einzubringen. Das heißt, den eigenen Stolz runterzuschlucken und zu sagen, ich habe da mal was gemacht, das wildere ich jetzt nicht aus, sondern ich weiß, wie es geht und ich arbeite dann in dem Parallel-Open-Source-Projekt mit. Ihr alle kennt Software-Repositories, die nicht mehr gepflegt werden, wo etwa eine Firma gesagt hat, hey, wir sind total offen, innovativ und modern, wir stellen unsere Lösung Open-Source und dann passiert nichts. Also von daher, bevor es auswildern wird, lasst es lieber sein, sondern arbeitet dann an anderen Open-Source-Projekten mit. Der letzte Punkt, bevor ich dann tatsächlich auch in die konkreten Anwendungsfälle übergehe, ist nochmal mir auch wichtig mitzugehen. Open-Source kostet Geld. Open-Source ist nicht kostenfrei. Das ist nicht der Punkt, dass der Einsatz der Lösung oder die Weiterentwicklung der Lösung für die Landesverwaltung auch ein Geldsparmodell ist, sondern im Gegenteil, wir investieren momentan mehr Geld als notwendig wäre, um beispielsweise mit lizenzgebundener Software unterwegs zu sein, weil wir uns um die Weiterentwicklung kümmern, weil wir Innovationen in offenen Communities organisieren und eben nicht einfach nur stumpf über den Einkauf Lizenzen uns besorgen und diese Lizenzen dann tatsächlich einfach nur verwenden, sondern wir gehen aktiv mit eigenem Personal oder mit beauftragtem Personal in die Communities und entwickeln da weiter. Wenn ich meine Landesverwaltung dann auf ein Open-Source-System auch setze und darauf entsprechend arbeiten lasse, muss ich Enterprise Support organisieren. Ich brauche Leute, die innerhalb von wenigen Stunden eine Fehlerbehebung erzeugen können. Auch die kriege ich nicht einfach so frei. Also es wäre derselbe Fehler wie beim Crowdsourcing, dass ich sage, ich poste dann mal den Fehler und dann hoffe ich, dass innerhalb von wenigen Stunden sich jemand dieses Fehlers annimmt. Das ist nicht ein stabiles und gut funktionierendes Modell für eine Landesverwaltung. Ich kann meiner Landespolizei nicht sagen, wenn beispielsweise jetzt irgendetwas nicht funktioniert, naja, ich habe es im Forum gepostet. Dann kann ich meinen Job auch im Prinzip sein lassen. Sondern, was ich brauche, sind Kolleginnen und Kollegen, die mir dann professionell auch helfen, die mich professionell unterstützen. Das heißt, ich habe halt dann einen Supportvertrag mit einer Firma, nicht mit unbedingt der Herstellerfirma, offene Innovation, sondern mit einer Firma, die sich darauf konzentriert hat. Und die hilft mir dann innerhalb von 4 Stunden. Die kennt auch den Quelltext und weiß,
beispielsweise, wo eine entsprechende Fehlerbehebung notwendig wäre. Die kann mir auch einen Bugfix schicken und kann aber auch dafür sorgen, dass der Fehler dann für alle behoben wird, nämlich im Upstream. Das kostet Geld. Das ist nochmal wichtig, jetzt nicht euch zu erzählen, sondern insbesondere auch immer wichtig, im politischen Raum mitzugeben, Open Source ist nicht kostenfrei. Open Source ist auch nicht einfach. Open Source bedeutet initial Mehraufwand, ist aber wichtig, um es jetzt noch abzuschließen und dann auch zu wechseln in den konkreten Teil, ist wichtig, um offene Innovation voranzutreiben. Ohne Open Source keine offene Innovation. Wenn ich offene Innovation will, muss ich mich mit Open Source auseinandersetzen. Das geht nicht anders. Das ist jetzt auch nicht ein konstruiertes Gedankengebilde, sondern schaut euch doch mal an, wo, wenn man jetzt Innovation so definiert mit modern und ist am Markt und wird auch tatsächlich gerne dann aufgekauft, schaut euch an, wie moderne Startups funktionieren. Die funktionieren nicht dadurch, dass sie sich geschlossenen Lizenzmodellen unterwerfen, sondern die sind im Open-Source-Bereich unterwegs. Nicht unbedingt, dass ihre Arbeitsergebnisse Open-Source werden, aber sie setzen Open-Source-Software ein und sind auch in entsprechenden Communities dann auch präsent. Das so als erster Teil, und zeitlich passt das auch ganz gut, wie ich gerade sehe, warum wir eigentlich in diesem Bereich als Landesverwaltung unterwegs sind. Es ist nicht, weil wir Open-Source-Liebhaber sind, sondern weil wir einen offenen Innovationsprozess organisieren müssen. Weil wir dafür sorgen müssen, dass ein Staat auch im Digitalen souverän agieren kann. Und deswegen kommen wir zum Schluss auch einfach dazu, dass das nur dadurch geht, dass sich staatliche Verwaltung primär mit Open-Source auseinandersetzt. Nehmen wir mal drei konkrete Beispiele, wie das Ganze jetzt entsprechend auch in der Praxis aussieht. Das heißt einfach nur mal für eine Keynote auch State of the Union. Wo sind wir eigentlich aktuell? Was passiert eigentlich gerade im Bereich GovTech, Open Source für öffentliche Verwaltung, aber auch Open Source generell in der Bundesrepublik? Das ist August 2019 gewesen. Das ist ein Abschlussbericht, wer ihn noch nicht kennt, der sich auch mal lohnt, den noch mal zu lesen, weil das hat innerhalb der Bundesverwaltung, also wir Landesverwaltung Schleswig-Holstein sind schon deutlich länger im Open-Source-Bereich unterwegs, aber im August 2019 einen Koevolutionsprozess ausgelöst. Und zwar hat eine von der Bundesregierung beauftragte Unternehmensberatung eine strategische Marktanalyse durchgeführt, um herauszufinden, wie man eigentlich Abhängigkeiten von einzelnen Softwareanbietern reduzieren könnte. Und in dem Bericht finden sich durchaus knackige Aussagen. Beispielsweise, die Bundesverwaltung ist in allen Schichten des Software-Stacks von wenigen Softwareanbietern stark abhängig. Insbesondere die Abhängigkeit von Produkten eines einzelnen Herstellers führt gemäß der Ergebnisse der Vorliegenden zu Schmerzpunkten bei der Bundesverwaltung. Man muss sich nur mal vorstellen, wie so ein Bericht erstellt wird. Das ist ja nicht so, dass der einfach frei veröffentlicht wird, sondern es ist eine Auftragsarbeit. Das heißt, ein Auftraggeber innerhalb der Bundesverwaltung hat diesen Bericht gelesen, hat dem zugestimmt und hat ihn auch freigegeben für die Veröffentlichung. Nicht im Sinne von, okay, den packen wir mal in die Schublade, sondern der wurde veröffentlicht. Dahinter steckt ein ganz klares Signal. Das Problem, was wir in Schleswig-Holstein jetzt schon seit 10 Jahren, 15 Jahren sehen und auch bearbeiten, ist in der Bundesverwaltung vielleicht noch stärker verhaftet und noch stärker entsprechend umzusetzen als zum Beispiel in einer Landesverwaltung. Das hat ein kleines Erdbeben ausgelöst, aber gleichzeitig auch sehr produktive Prozesse entsprechend initiiert. Einer davon ist eine Vereinbarung des Bundes und der Länder zum Aufbau eines digital souveränen Verwaltungsarbeitsplatzes. Das heißt, es gibt eine von der Bundesverwaltung, von der Bundesregierung und den jeweiligen Landesregierungen gemeinsam unterzeichneten Vertrag, dass alle Länder, alle Bundesländer und der Bund gemeinsam einen offenen Verwaltungsarbeitsplatz entwickeln wollen. Und das Ganze wird mit umfangreichen finanziellen Mitteln aus der Bundesebene und aus der Landesebene auch unterstützt. Das ist jetzt nicht mal hier 10.000 oder 50.000 Euro, sondern wir reden hier von 25 bis 50 Millionen Euro, die in diese Entwicklung reinfließen. Das heißt, parallel zu der Entwicklung, die wir in Schleswig-Holstein gesehen haben, entwickelt sich jetzt gerade im Sinne einer Koevolution mit denselben
Anforderung und mit derselben Ableitung, die ich eben schon in der Keynote am Anfang mitgegeben habe, entwickelt sich jetzt hier eine Open-Source-Community im öffentlichen Bereich. Was sind die Hauptziele? Das ist übrigens jetzt hier nichts Geheimes, sondern das sind die offiziellen Strategiedokumente, die auf den Webseiten des Bundesinnenministeriums auch veröffentlicht werden. Man möchte Wechselmöglichkeiten haben, man möchte Gestaltungsfähigkeit haben und man möchte Einfluss auf die Anbieter für die Produktausprägung auch halten. Das passt genau zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Ich möchte mich frei definiert, frei auch souverän in einer Community bewegen können. Ich möchte gestalten können und nicht einfach nur konsumieren. Und ich möchte auf das, was mir angeboten wird, tatsächlich auch Einfluss haben. Es ist ein anderer Umgang mit dem, wie wir eigentlich IT konsumieren und IT zukünftig auch tatsächlich dann gestalten. Dafür gibt es verschiedene Lösungsansätze, auf die gehe ich jetzt nicht weiter ein. Einfach nur, um den Blick zu geben, das ist offizielle Dokumentation, das ist offizielle Strategie. Das ist nicht etwas, was man sich einfach so jetzt mit 2, 3 Leuten in der Arbeitsgruppe entsprechend auch ausgedacht hat. Diese Lösungsansätze werden dann auch einzelne Punkte auch runtergebrochen. Wie gesagt, schaut mal in das Dokument rein. Ich möchte nur auf 2, 3 Sachen mal hinweisen. Erstens, das ist hier der Punkt 3 auf der Folie, herstellerunabhängige Modularität, offene Standards und Schnittstellen. Und da steht da deutsche Verwaltungscloud-Strategie, da werde ich gleich noch ein bisschen was zu sagen. Aber auch Aufbau digitaler Kompetenzen und die kooperative Mitgestaltung von IT-Lösungen, beispielsweise auch ein zentrales Code-Repository für die öffentliche Verwaltung. All das sind jetzt in Projektform und in auch großer finanzieller Form verfestigte Folgen dieser Analyse auf Bundesebene. Wozu hat es geführt? Bis Ende 2023 soll ein souveräner Arbeitsplatz für die öffentliche Verwaltung auf Open-Source-Basis die notwendigen Basisfunktionen bereitstellen. Dazu gehört sowas wie Tabellenkalkulation, Präsentationsprogramme, E-Mail, Kurznachrichten, Video- und Telefonkonferenzen. Das Ganze tatsächlich, jetzt hier oben links im Bild, auf Open-Source-Basis, Bereitstellung über DVS. DVS ist die deutsche souveräne Verwaltungscloud. Warum das jetzt so verdreht ist, kann ich nicht genau sagen. Irgendwie hat das einen Grund, warum die Abkürzung so ist, aber es ist das. Auf Basis eines souveränen Cloud-Stacks. Unabhängig von einem Betreiber, das Ganze natürlich alles sicher, auch gut designt und mit entsprechenden Nutzungsmöglichkeiten auch auf mobilen Endgeräten. Das Ganze soll auch modular erweiterbar sein, um zusätzliche Funktionen, beispielsweise Verwaltung von Foren und Mailinglisten, Lernmanagementsysteme, Livestreaming, Whiteboards, was auch immer, als webbasiertes Arbeitsplatzsystem. Was steckt jetzt dahinter? Und jetzt wieder Rückgriff auf meinen Vortrag aus dem letzten Jahr auf der Kilux. Das ist nichts anderes als das. Das ist zwar ein Koevolutionsprozess, aber dieser Evolutionsprozess auf Bundesebene und auf Landesebene in Schleswig-Holstein und auch in anderen Ländern bearbeitet dieselben Themen und arbeitet auch in derselben Community. Das, was hier als Phönix beschrieben ist, ist ein Best-of-Breed-Ansatz von Open-Source-Komponenten, die zu einem webbasierten Verwaltungsarbeitsplatz, digital souverän betreibbar, auf Open-Source-Basis zurückgeführt wird. Wir haben OpenExchange als Groupware-System, wir haben Nextcloud als individualisierte und für Teilen auch oder für das Teilen auch optimierte Dateiablage, wir haben Collabora als quasi LibreOffice im Browser. Wir haben Matrix als Instant Messaging-System und Jitsi als Videokonferenzsystem. Das Ganze auf Basis eines offenen Verzeichnisdienstes, eines entsprechenden Portals und tatsächlich auch für einen, auf Basis eines interoperablen Authentifizierungsdienstes. Das kennt ihr alle schon oder wenn ihr es noch nicht kennt, könnt ihr euch das Ganze auch hier in der Ausstellung anschauen. Das ist das, woran die öffentliche Verwaltung gerade gemeinsam arbeitet und wo auch, wie gesagt, substanzielle Weiterentwicklungsmittel wieder in die Produkte zurückfließen. Einzelne Funktionen, die jetzt in Nextcloud beispielsweise realisiert worden sind, die auch in OpenExchange realisiert werden, einzelne Funktionen in Jitsi und Matrix sind direktes Ergebnis dieser Softwarefestlegung. Das kann man tatsächlich auch in den Quellcode-Repositories nachvollziehen. Das heißt, das, was die öffentliche Verwaltung tut, hat einen positiven Effekt auf die Open-Source-Communities. Und das ist tatsächlich das, was wir mit offener Innovation auch erreichen wollen. Das heißt,
Das ist der Stack, auf dem höchstwahrscheinlich, wenn eine öffentliche Verwaltung Open Source macht, sie auch produzieren wird. Aber nicht an einen Anbieter gebunden und tatsächlich auch modular austauschbar. Was haben wir jetzt in den letzten Monaten und Jahren getan, um das Ganze für uns produktionsreif und auch einsatzbereit zu bekommen? Vielleicht mal zum Zeitraum. Die Landesverwaltung wird in einem ersten Schritt generelle Verfügbarkeit für die Online-Dateiablage und das Online-Web-Office für Anfang Oktober erteilen. So ist die aktuelle Projektplanung. Das ist jetzt nicht mehr so weit hin. Deswegen sind wir auch relativ sicher, dass das auch so laufen wird. Das heißt, innerhalb der Landesverwaltung wird jeder dann mit seinem ganz normalen Login, mit dem er sich auch bisher angemeldet hat, dann Zugriff auf eine Online-Dateiablage haben, aber insbesondere auch auf ein Online-Office. Das heißt, ich habe dann die Möglichkeit, dort kollaborativ noch mehr und noch besser kollaborativ zu arbeiten. Und wenige Wochen später werden wir beginnen, unsere Groupware komplett umzustellen auf ein offenes System. Das heißt, Mitte November werden wir generelle Verfügbarkeit für die Migration unserer bisher geschlossenen Groupware-Lösung auf Open Exchange, beziehungsweise jetzt hier eingebettet in Phoenix, auch darstellen. Was wir dafür gleichzeitig tun, ist, diese verschiedenen Softwarekomponenten tatsächlich auch zu integrieren. Das heißt, dass sie ein einheitliches Look and Feel bekommen, dass man nicht das Gefühl hat, okay, oh, hoppla, jetzt bin ich in Nextcloud, jetzt sieht das immer so aus, hoppla, jetzt bin ich in OpenExchange, jetzt sieht das immer so aus, sondern wir passen das an. Das heißt, wir lösen uns von den einzelnen Softwarekomponenten, dass wir sagen, das musst du aber in Nextcloud machen, sondern wir sagen schlicht und einfach, das machst du in deiner Dateifreigabefunktion. Das heißt, wir lösen so ein bisschen den engen Kontext der einzelnen Softwarekomponenten auf und gehen über in Aufgaben, in Tätigkeiten. Wir passen auch das Design dahingehend an und das ist nicht etwas, was wir jetzt tun, sondern gemeinsam mit der Community, gemeinsam mit den Softwareherstellern einigen wir uns darauf, wie wir eigentlich dazu kommen, gemeinsam einzelne die Komponenten zwar isoliert betreibbar zu lassen, aber dass man das Design tatsächlich auch wiedererkennbar ausgestalten kann. Dass es eine einheitliche Formsprache gibt, eine einheitliche Designsprache gibt. Die Farben und so kann man jederzeit anpassen, das ist nicht das Problem, aber es muss schon klar sein, dass ein Schließen-Button bei den meisten so und so aussieht. Und jetzt nicht einfach eine Person, die durch eine Flüchttür rausläuft, sondern wahrscheinlich ist es dann das X, ne? So als Beispiel. Es sind zusätzliche Funktionen hinzugekommen, auf die gehe ich jetzt wegen der Zeit nicht weiter ein, sondern einfach nur, das ist das, was als webbasierter Arbeitsplatz innerhalb der Landesverwaltung Schleswig-Holstein, für die ich verantwortlich bin, eingesetzt wird, aber schon auf Bundesebene, beispielsweise im RKI. Das RKI setzt diese Lösung schon für die Zusammenarbeit mit anderen Forschungsinstituten ein. Und da wir die Kieler Linux- und Open-Source-Tage sind, möchte ich auch ein bisschen was zeigen und ein bisschen was erzählen, wie wir eigentlich beim Thema Linux auf den Verwaltungsarbeitsplätzen unterwegs sind. Das, was ihr jetzt hier als Screenshot seht, ist unsere zweite Iteration unseres Linux-basierten Verwaltungsarbeitsplatzes. Zweite Iteration heißt jetzt nicht, dass das schon in Produktion war, sondern das ist jetzt die Fortentwicklung der Oberfläche mit aber einem ganz klaren Ziel, und das kann man sich hier in der Ausstellung bei den Kolleginnen und Kollegen auch anschauen, automatisierte Installation, Enterprise Open Source. Ich muss es nicht auf einem Endgerät zum Laufen kriegen als CIO des Landes, sondern auf 25.000 Endgeräten. Ich muss es nicht zum Laufen kriegen dadurch, dass ein Administrator einen USB-Stick reinsteckt oder, die Älteren werden sich erinnern, eine CD mit einer Linux-Distribution oder einer DVD, sondern das muss vollständig automatisiert laufen. Ich klappe das Gerät auf, also ich packe es aus der Verpackung aus, ich klappe es auf, ich drücke eine Taste, um die Installation zu starten und das System installiert sich und konfiguriert sich vollautomatisch. Das ist der Level, den ich brauche, weil ich nicht nochmal 300, 400 zusätzliche Administratoren einstellen kann, sondern das muss mit der bestehenden Mannschaft auch weiter funktionieren. Darauf haben die Kolleginnen und Kollegen bei Dataport, die das für uns bauen, diesen Linux-basierten Arbeitsplatz, sehr, sehr viel Liebe in den letzten Monaten auch investiert und da auch entsprechend reingearbeitet, sodass es jetzt tatsächlich vollautomatisierte Installationen ermöglicht. Wir haben die Desktop-Umgebung nochmal gewechselt
um noch ein bisschen näher an, wie arbeitet eigentlich Verwaltung, was ist etwas, was ich einem Verwaltungsmitarbeiterin, einer Verwaltungsmitarbeiter relativ schnell mitgeben kann. Das ist das, was wir jetzt hier so als Zwischenergebnis sehen. Das heißt, ich habe ein klassisches Startmenü auf der linken Seite, ich habe eine Buttonbar, ich habe eine Taskbar, ich habe einen Infobereich und ich habe so ein, auf der rechten Seite so ein Schnellstartmenü, so ein Favoritenmenü, ich habe Icons auf dem Desktop. Das, was man so normalerweise kennt und benutzt, egal ob man macOS, Linux, Windows oder so einsetzt, was man so als Desktop-Standard eigentlich an Funktionalitäten gerne hätte. Das Ganze ist auch schon designed und gebrandet. Man sieht jetzt hier unsere Dachmarke Schleswig-Holstein und was wir immer machen, ist, dass wir schöne Bilder dann von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch übernehmen und sie auch einbetten. Das ist auch bei mir einen jetzigen windowsbasierten Arbeitsplatz so. Wenn ich mich anmelde, habe ich das Branding von Schleswig-Holstein und nicht das Windows-Branding. Und wenn ich dann meinen Desktop habe, habe ich eine Auswahl von 10, 15 Bildern, die die Kolleginnen und Kollegen auch gemacht haben, aber immer mit dem Schleswig-Holstein-Design dazwischen. Das ist etwas, und da sind wir mit den Kolleginnen und Kollegen noch im Austausch, aber ich habe es mir zu Weihnachten gewünscht, dass ich zu Weihnachten tatsächlich dann mit einem Linux-basierten Arbeitsplatz innerhalb der Landesverwaltung starten kann. Als Pilot, jetzt nicht für großvolumiges Umziehen. Also ich werde jetzt nicht anfangen, zu Weihnachten der Landespolizei auf ihren 15.000 Arbeitsplätzen das Windows wegzunehmen, sondern tatsächlich, es geht darum, jetzt Kolleginnen und Kollegen, die entweder fachlich interessiert sind, für Arbeitsgruppen, wo es eigentlich egal ist, welches Betriebssystem sie einwenden, sondern sie starten halt ihre Fachanwendung an oder sie arbeiten ausschließlich sowieso mit einer webbasierten Fachanwendung, da anzufangen, auch das Desktop-Betriebssystem zu modernisieren. Modernisieren. Ich nehme nichts weg. Was wir anbieten, ist immer besser, ist immer fortentwickelter, ist immer schlanker, ist immer schneller als das, was wir aktuell im Einsatz haben. Das heißt, wir gehen davon aus, dass wir mit dem, was wir jetzt hier anbieten, einen deutlichen Schritt gegenüber Windows 10 beispielsweise oder Windows 11 auch bieten, was das schnelle und gute Arbeiten auf Standard-Hardware auch ermöglicht. Das ist der aktuelle Stand Linux. Ich möchte es nur mitgeben, wir werden Linux in der öffentlichen Verwaltung in Schleswig-Holstein auf einer nennenswerten Anzahl von Arbeitsplätzen sehen. Wir werden auch weiterhin Windows 11 auf den Arbeitsplätzen sehen, nicht um die Hoffnung jetzt hochzubringen, weil gewisse Arbeitsplätze funktionieren halt nur mit Windows, aber das wird der neue Standard. Das kann man sich hier unten in der Ausstellung anschauen. Das ist noch nicht der letzte, das wird auch nicht die letzte Iteration sein. Wir werden das im Sinne offener Innovation auch mit der Community immer weiterentwickeln. Wir geben auch das, was wir jetzt hier entwickelt haben, auch zurück. Das heißt, die Softwareentwicklungsschritte, die jetzt hier getan wurden, um das so auch zu produzieren, fließen zurück in die Community. Aber auf der nächsten Kilux-Veranstaltung werde ich hier tatsächlich dann mit einem Linux-Laptop sitzen. Damit möchte ich abschließen mit dem Punkt offene Innovation. Alles, was wir tun, zeigen wir. Alles, was wir tun, erzählen wir. Und alles, was wir erzeugt haben, stellen wir auch allen wieder zur Verfügung. Deswegen nochmal der Hinweis, es gibt eine Studie, Linux-Arbeitsplatz für die öffentliche Verwaltung. Das ist im Prinzip das schriftlich festgehaltene Analyseergebnis, was die Kolleginnen und Kollegen in den letzten Monaten herausgearbeitet haben, wo wir eigentlich für einen Enterprise-Linux-Desktop wesentliche Infrastrukturleistungen auch bringen müssen, wo wir tatsächlich auch schnell jetzt Softwareentwicklung anstoßen müssen. Das kann man alles da nachlesen. Das heißt, wir reden offen und klar darüber, was wir tun und wie wir das tun. Deswegen kann ich nur empfehlen, sich diese Studie, wenn noch nicht bekannt, einfach mal anzuschauen. Die ist bei uns auf der Webseite des Landes unter schleswig-holstein.de tatsächlich auch verfügbar. Dort gibt es einen eigenen Punkt, der digital souveräne Verwaltungsarbeitsplatz. Und da erzählen wir über alle die Punkte, die wir tun oder alle die Tätigkeiten, die wir tun, um den souveränen Verwaltungsarbeitsplatz umzusetzen. Um einen auf Linux und Open Source basierenden Verwaltungsarbeitsplatz allen und nicht nur der Landesverwaltung zur Verfügung zu stellen. Nicht im Sinne von, dass wir es betreiben, aber dass den Ärger und den Aufwand, den wir jetzt da reingesetzt haben, den muss nicht nochmal jemand reinsetzen, sondern man kann auf dem auch aufsetzen. Und zum Abschluss,
Das machen wir nicht nur für PCs und Laptops oder was auch immer, sondern das machen wir auch für alle anderen Tools, die wir im Einsatz haben. Wir sind jetzt dabei, unser geschlossenes Telefoniesystem durch eine Open-Source-Implementierung auszutauschen. Und auch hier, da sind wir jetzt in den letzten redaktionellen Schritten, wird das High-Level-Design, wird das Low-Level-Design genauso veröffentlicht wie diese Studie. Und wir werden, auch das wieder, innerhalb der nächsten Wochen, leider sind wir nicht ganz fertig geworden für die heutige Veranstaltung, werden wir beginnen, unsere geschlossene und auf proprietären Lösungen aufgebaute Telefonielösung, mit der wir aber auch zwischendurch einzelne Videokonferenzen noch machen, auf Open-Source-Basis umzustellen. Alles, was wir dort tun, wird veröffentlicht. Man kann das 100% nachvollziehen. Die Komponenten, die Konfiguration, das heißt, wenn irgendjemand anderes aus der öffentlichen Verwaltung oder Privatwirtschaft einen ähnlichen Schritt machen will, kann er das mit unseren Arbeiten einfach so tun. Das ist das, was wir auch tun und darüber erzählen wir dann demnächst auch was in einem anderen Format. Damit würde ich für jetzt schließen wollen. Abschließen vielleicht mit dem Punkt, dass es mir wichtig war, in einer Keynote auf den Kieler Linux- und Open-Source-Tagen, insbesondere den 20. Mitzugeben, dass es nicht um Open-Source geht, sondern es geht um offene Innovation, es geht um das Bilden von Communities, es geht um das gemeinsame Arbeiten an Lösungen. Das ist das, was Open-Source ausmacht. Und das ist etwas, was wichtig ist auch für so eine Veranstaltung, dass man das immer mal wieder betont. Es geht nicht um Technik, es geht um das Design von Innovation und letztendlich auch um das Design von Gesellschaft. Damit würde ich jetzt gerne schließen wollen und auf Fragen im Chat, falls noch welche gekommen sind, reagieren. Und dann haben wir nachher noch genug Zeit, um den Raum zu wechseln oder noch einen Kaffee zu trinken. Von daher, Fragen aus dem Chat. Also Hans-Jürgen Bulst hat auf YouTube gefragt, was ist denn in München alles schiefgelaufen? Die Frage trifft mich häufiger und ich antworte fast immer auf dieselbe Art und Weise. München hat eine wesentliche Eisbrecherfunktion gehabt, um das Thema überhaupt mal zu setzen, ist aber einfach auf der Strecke stecken geblieben. München hat nichts falsch gemacht und die Kolleginnen und Kollegen haben auch nichts falsch gemacht, sondern haben, glaube ich, die Bahn gebrochen, dass öffentliche Verwaltung mal darüber nachdenkt, dass man es auch anders realisieren kann. Denen ist einfach über die Zeit die Puste ausgegangen. Und es gab leider nicht genügend Unterstützung dabei, einfach das auch durchzuhalten. Das ist jetzt erstmal, wir sind jetzt 10, 15, 20 Jahre weiter. Das heißt, die Technik hat sich auch weiterentwickelt. Das heißt, viele der Probleme, die die Kollegen damals lösen mussten, sind heute nicht mehr existent, weil sie einfach gelöst sind. Der Mindset hat sich geändert. Und ich glaube, wenn München heute einfach starten würde, wird niemand anfangen, das zu kritisieren, wird niemand auch sagen, das muss irgendwie, das geht alles nicht, sondern wird es genauso, wie ich hier jetzt dargestellt habe, als wesentlichen Schritt offene Innovation auch umzusetzen, auch sehen. Was nämlich übrigens jetzt gerade in München auch passiert, weil München ist wieder auf dem Track. München wird das genauso vorantreiben, wie wir das jetzt vorantreiben, nicht nur, weil es da entsprechend jetzt auch leistungsfähige, kenntnisreiche IT-Referentinnen gibt, sondern weil das tatsächlich einfach der Weg ist, den man heute machen muss. Also von daher, ich würde nicht sagen, dass München etwas falsch gemacht hat. Es fehlte einfach nur die Ausdauer. Die hätten das genauso gut hinbekommen, wie wir das jetzt gerade versuchen. Sie haben bloß eben den Nachteil gehabt, dass sie das vor 10, 15 Jahren leider machen mussten. Auf der Basis der damals zur Verfügung stehenden Technik. Weitere Fragen? Ja, also als Kommentar kam dann noch von Hans-Jürgen Bulz, der Vortrag ist sehr stimmig, die Umsetzung bundesweit sehe ich als sehr schwierig an, das könnte an den politischen Gegebenheiten scheitern. Genau. So, und Ralf Meyer hatte dann eigentlich noch ergänzt, eine Frage, bitte auch, aus welchen Gründen droht in Schleswig-Holstein nicht das Gleiche wie in München? Aber das wurde jetzt. Also erstmal bin ich froh, dass ich nicht für eine bundesweite Umsetzung verantwortlich bin, sondern es nur für Schleswig-Holstein machen muss. Das ist schon ordentlicher Schnack. So, und das ist auch ein bisschen was zu tun und das passiert jetzt auch nicht innerhalb von wenigen Jahren, sondern man muss schon sehen, dass das jetzt 10 Jahre dauern wird, bis wir wirklich so weit sind, dass ich sagen kann, Mensch, das hat gut funktioniert. Das ist nicht etwas, was man innerhalb von wenigen Monaten umsetzt. Und natürlich kann sich eine Landesverwaltung, beispielsweise aus irgendeinem anderen Bundesland, auch anders entscheiden.
Das ist überhaupt nicht schlimm und das ist auch überhaupt kein Problem. Was mir nur wichtig war mitzugeben ist, dass alle Landesregierungen entschieden haben, dass sie sich in dieses Projekt Entwicklung eines digital souveränen Verwaltungsarbeitsplatzes auf Open-Source-Basis und mit Web-Technologien tatsächlich auch einbringen. Und nochmal zu München. Ich weigere mich einzusteigen in die Diskussion, dass Linux damals gescheitert ist. Die Kollegen haben nur aufgehört, sie sind nicht gescheitert. Das hat gut funktioniert. Weitere Fragen aus dem Chat? Ich hätte noch zwei Fragen hier. Einmal nochmal von Ralf Meyer und hat. Und bitte auch, wie sieht es dann mit den Service-Leveln seitens Dataport aus? Kann Dataport das überhaupt sicherstellen? Ja. Im Juni hatten wir über 3 Wochen lang Ausfall der Dienst-E-Mail für Lehrkräfte. War klar, dass das kommt. Ausfall der Dienst-E-Mail-Lehrkräfte, kann ich gleich was zu sagen. Dataport kann das. Dataport produziert für uns auf mehreren tausend Linux-Instanzen die öffentliche Verwaltung. Das ist nichts Neues. Und Dataport produziert für uns jetzt schon 25.000 Arbeitsplätze. Auch das ist nichts Neues. Also von daher, das ist alles nichts, was neu erarbeitet werden muss. Es muss nur neu zusammengestellt werden. Der Ausfall der E-Mail-Funktionen für die Lehrkräfte, da plaudere ich jetzt auch keine internen Details aus, weil das ja bei uns im Landtag auch entsprechend diskutiert wurde, liegt an 2 Themen. Das erstens Verfahrensmodernisierung. Wir mussten tatsächlich jetzt mal unsere, also die mit dem E-Mail für Lehrkräfte haben wir das erstmalig komplett auf Open-Source-Basis aufgesetzt und sind von anderen Voraussetzungen damals ausgegangen, als die Nutzung dann war. Wir mussten das einmal komplett neu aufbauen. Das hat leider ein bisschen länger gedauert, als es gedacht war. Die zweite Ausfall, der tatsächlich dann jetzt kurz vor Start des Schuljahres war, ist ein technischer Fehler gewesen, der schwierig zu debuggen war, der explizit daraus entstanden ist, dass wir für die Lehrerinnen und Lehrer die Lösung nochmal angepasst haben, um sie tatsächlich ein bisschen handhabbarer zu haben, was die Adressbücher und so angeht. Und dabei ist ein Fehler passiert. So. Und der Fehler, den zu finden, hat leider gedauert. Jetzt wissen wir, wo er war und ich will das jetzt nicht als erschreckend darstellen, sondern wir werden die Architektur nochmal ändern, aber diesmal ohne Downtime. Da sind wir aktuell dran. Deswegen, valider Punkt, wir hatten da einen Ausfall, aber keinen Punkt gegen Open Source. Wir haben auch noch eine Meldung aus dem Raum. Ist Dataport denn jetzt quasi in der Lage, sich selber zu helfen bei Softwareproblemen, wo man sonst bei proprietären Anbietern quasi vom Hersteller abhängig wäre? Ich wiederhole die Frage nochmal, weil sie tatsächlich hier über das Mikrofon wahrscheinlich nicht reingekommen ist. Die Frage war, ist unser Dienstleister Dataport in der Lage, sich selbst zu helfen bei Fehlern, die normalerweise von proprietären Herstellern behoben worden wären. Und da die ganz klare Aussage, nein, weil das auch nicht das Ziel ist. Das Ziel ist tatsächlich, andere Einheiten dahingehend zu befähigen, uns zu helfen. Genauso wie wir es jetzt mit den Herstellern machen. Wir ändern nicht das Zusammenarbeitsmodell. Wir bauen auch nicht eine riesige Einheit von Linux-Programmierern und auch nicht nur eine große Einheit von Open-Exchange-Programmierern auf, sondern wir haben strategisch und gut belastbare Beziehungen zu den Anbietern der Lösung und zu denjenigen, die den Support für uns machen. Das bleibt weiterhin so. Das ist eben das, was ich eben meinte. Offene Innovationsmodelle bedeuten eben nicht geschlossene Innovation, ich mache das alles selbst, sondern die Aussage ist relativ klar. Wir sind in einer Community, in einem Ökosystem unterwegs und das ist das, was wir realisieren. Das ist aber eine sehr schöne Frage, um nochmal zu dem Anfang zurückzukommen. Wenn ich mich so verhalten würde, würde ich geschlossene Innovation organisieren. Das ist das, was wir nicht wollen, sondern wir wollen offene Innovation. Die Kollegen von Dataport, die jetzt hier im Raum sind, sitzen auch total entspannt. Also von da habe ich nichts Falsches erzählt. Weitere Fragen aus dem Chat, aus dem Raum. Ansonsten, eine Frage gibt es noch? Auf welchem Desktop passiert das denn? Haha, auf die Frage habe ich gewartet. Wir sind gestartet mit GNOME. Wir sind jetzt auf Martel-Basis unterwegs und ich bin nicht in der Lage zu sagen, was es nachher sein wird, sondern das finde ich auch sehr, sehr gut realisiert. Wir machen uns nicht an einem bestimmten Technologie-Stack fest, wie wir realisieren, sondern wir wollen da hinreichend flexibel bleiben, dass wenn wir beispielsweise jetzt in dem Rollout, sage ich mal, in plus 2 Jahren,
feststellen, okay, an den folgenden Komponenten hakt es, dann wollen wir das wechseln können. Also ich möchte mich nicht so fest an einen Linux-Desktop-Technologie-Stack, von denen wir 25, 30 ja irgendwie so mit großen Nutzungszahlen auch sehen, binden, sondern momentan machen wir es darüber. Hat einen total tollen Vorteil, und das nutze ich tatsächlich auch, um einem Vortrag, der heute auch noch stattfindet, die Bühne zu bauen. Dadurch, dass wir jetzt auf Mate setzen, sind wir sehr gut Terminal-Server-fähig. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, dieselbe Desktop-Umgebung leistungsfähig auf einem Hardware-Gerät, was ich vor Ort habe, zu produzieren. Ich kann sie aber auch sehr gut über Terminal-Service und Thin-Clients auch ausspielen. Das ist mit Mate sehr, sehr gut möglich. Mit GNOME beispielsweise haben wir da deutliche Probleme. Ich sage nicht, dass es nicht geht, aber das macht das alles viel, viel komplizierter. Das ist ein Learning, was wir jetzt über die letzten Monate auch hatten. Also von daher aktuell Mate, aber ich sage nicht, dass das immer so bleiben wird. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und es geht in 5 Minuten schon weiter mit dem nächsten Track. Also von daher jetzt schnell, schnell, schnell. Okay.